Gut, wie gesagt, bevor wir jetzt da oben weiterziehen, ich würde hier echt gern hier nochmal lang gehen, nur um zu gucken, ob ich jetzt da irgendwie was vergessen habe. Dann waren wir hier hinten halt noch nicht und ich gehe davon aus, da hinten haben wir auch nochmal was. Hier oben, glaube ich, ist gar nicht mal so viel. Ich glaube, hier müssen wir höchstens hin für irgendeine Quest oder sowas. Ja, hoffe ich, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Wir schauen mal. Och, ja, ihr seid nett, ne? Also nett ist auch eigentlich was anderes. Ich weiß, das ist wieder magisches Versteck. Aber nö. Ihr kriegt mich nicht lebend. Okay, ihr vielleicht. Oder auch nicht. Aber ihr vielleicht. Ja. Das sind aber auch wieder ein, zwei Deppen. Hier muss ich so langsam abbiegen. Immer so, die es nicht weglaufen dürfen können. Da meinen die mich da mit ihren zwei, drei Hits da wirklich schädigen zu können. Hau ihn mal tot hier, er steht im Weg. Ist ja wohl nicht wahr. Könnt ihr da kommen? Ihr wollt echt alle sterben, habe ich so das Gefühl. Weißt du was? Wir steigen mal ab. Die Zeit haben wir. Also das lasse ich mir ja nicht gefallen hier. Das, was die hier machen. Finde ich nicht gut. Ganz ehrlich, finde ich nicht gut. Hier nochmal einen Heiltrank genommen, tatsächlich. Weil wir dann doch irgendwie Zufallsschaden gemacht haben, der einfach, ne? Richtig Bombe war. Und der will weglaufen. Ja, ich glaube, es hat... Sieht eigentlich unser Inventar aus. Ist auch schon wieder fast voll. Das heißt, ich muss auch schon wieder einen Händler aufsuchen. Theoretisch. Praktisch, ich weiß nicht. So. Schauen wir mal, wo wir denn hier durch sollen. Scheint der richtige Weg zu sein. Oh, was? Wow. Ein kleiner Drache. Jede Menge wilde Tiere. Jede Menge wilde Tiere. Aber sind noch ungefähr für das Level hier, wofür wir sowieso hier rumgeistern. Ja, das Dorf wird erstmal attackiert. Das ist nett. Ich habe euch was mitgebracht. Ne? Also ich bin hier eigentlich nur für einen Händler gekommen und habe euch gleich den Tod mitgebracht. Das ist Mammut. Abschaum, wie du bist schuld daran, dass diese Welt so langweilig ist. Ja, das hat sie gerade echt einen Drachen gesagt, ne? Ich weiß ja nicht. So, er hier hat eine Quest. Hört mich an. Es gilt, Spuren von zwei verschollenen Waldläufern zu finden. Die beiden werden seit Tagen vermisst. Seit sie einer Bande Orks auf den Spuren waren, die man ja nicht so häufig hier in diesen Gefilden sieht. Macht sie ausfindig. Oder, so die Götter sie zu sich gerufen haben, findet ihre Amulette, damit wir wissen, was aus ihnen wurde. Ich werde mich um die Angelegenheit kümmern, doch ich warne dich. Wenn ich zurückkomme... Dann willst du Gold sehen. Da haben wir auch wieder eine Quest. Bitte, bringt mir eine Gesteinsprobe des verfallenen Portals. Man nennt mich Arthur, den Grübler. Ich grüble so viel, dass ich richtig Grübchen habe. Ich bin immer auf der Suche nach Artefakten. Ich habe erfahren, dass sich nördlich von hier ein verfallenes Portal befinden soll. Ich würde gerne eine Gesteinsprobe davon entnehmen, aber der Weg ist mir ehrlich gesagt zu gefährlich und vor allem... zu weit. Das sind 200 Meter, die zu Fuß, in diesem Zeitalter. Boah, nee, da könnte mir alles passieren. Wollt ihr diese Mission an meiner Stadt wagen? Alter, kauf den Bus. So aufregend klingt wie eine Bibelstunde. Ich bin dabei. So, was mit dir hier? Ein unbeteiligtes Gesicht im Holzfällerstreif um Biberring sagt an... Wärt ihr bereit, mich sicher zur Sprecherin der Elfen zu bringen und sie zu einem Friedensgespräch zu überreden? Seit Wochen kämpfen wir gegen Monster und wilde Tiere, die sich hungrig auf uns stürzen. Nun greifen uns auch noch die Elfen von Tyr Hadar beim Holzfällen an.
Ich habe versucht, mit dieser verrückten Elfenhexe zu sprechen, doch sie attackiert mich, sobald sie mich erblickt. Nun hat unser Herr Demordway auch noch seine Soldaten hierher entsandt, um das Holz für die Bogenproduktion zu sichern. Blutvergießen scheint unvermeidlich, wenn es mir nicht gelingt, mit der Weisen der Elfen zu sprechen. Ich werde die Sache erledigen, aber ich bin bald wieder zurück und dann rate ich dir, deinen Goldbeutel griffbereit zu halten. Goldgierige Dämon. Ja? Die Bauern berichten schon, dass ihr in der Nähe sein würdet. Ich brauche euch, um 4 verurteilte Mörder in einem Waldlager zu exekutieren. Diese Bande von brutalen und ruchlosen Verbrechern steht unter dem Kommando eines grausamen Magiers. Ihm folgen ein Oger und ein Minotaurus. Die Schurken sind aus hohem Mut geflohen, bevor sie hingerichtet werden konnten. Ihr Lager ist im Südosten von Biberring gelegen. Aber ich bin kein Kämpfer und über Demortres Mannen habe ich keine Kontrolle. Also vollstreckt das Urteil und bringt Beweise über das, was ihr mit ihnen getan habt. Ich hoffe für dich, dass diese Angelegenheit spannender ist, als sie sich anhört. Also ich finde das schon fast spannend. Ja, also jetzt hier, die Menschen, die hier wohnen, die sind uns irgendwie sehr freundlich gesinnt. Deswegen gibt es ja auch jede Menge grüne Schrift. Ich weiß auch nicht warum. Seid gegrüßt, Dämon. Naja, also das wäre normalerweise eigentlich so meine Umgehensweise mit einem Dämon. Ne? So nach dem Motto so, Dämon klopft an, warum auch immer ein Dämon anklopfen würde, ne, oder klingeln wollen würde. Angenommen, ich würde wissen, dass das ein Dämon ist, ne? Ich würde dem ja die Tür öffnen, ne? Und würde fragen, hey, Tee habe ich nicht, aber willst du einen Kakao? Und der Dämon dann so, ja, Kakao nehme ich gerne, ne? Und ja, ne, ich und Dämon, ne? Dämon würde ich gerne reinlassen, aber alles andere bleibt draußen. Haustiere kommen auch noch rein, aber alles andere, so das Menschenpack und sowas, das muss draußen bleiben. Ne? Das ist so halt bei mir, ne, Hausordnung, ne? Da ist halt so am besten so ein Aufkleber drauf, so Mensch muss draußen bleiben, weißt du, so Mensch drauf mit ich muss leider draußen bleiben und dann irgendwie so rot durchgestrichen und sowas. Das ist halt so meine persönliche Hausordnung. Ja. Wollte ich nur mal gesagt haben, ne? Also Dämonen sind herzlich willkommen, ne, auch unter den Abonnenten. So, jetzt aber erstmal zurück zum Spiel und zum Forstmeister Janosch. Bitte erlegt den Blutbären im hiesigen Forst. Der Rotwildbestand in dieser Gegend ist in Gefahr. In den letzten Monaten haben sich die Blutbären zu einer wahren Plage entwickelt. Sie reißen alles, was in ihre Nähe kommt. Bitte geht mir zur Hand. Nein, bitte lass deine Hand da, wo sie hingehört. Und erlegt 10 dieser gefährlichen Burschen. Diese Bärschlein, also wirklich, damit das Gleichgewicht im Wald wiederhergestellt wird. Ich abscheue es, anderen zu Diensten zu sein, aber dieses eine Mal werde ich eine Ausnahme machen. Sie rennen immer noch von mir weg, das ist natürlich unschön. Gut. Also, es war gar nicht so verkehrt, jetzt hierher zu kommen, weil es gibt hier dann doch irgendwie 300.350 Quests und alle sind, naja, eigentlich schon 2-3 Level unter mir. Wir sind hier jetzt schon Level 20. Die Gegner hier sind ungefähr Level 18, Level 19. Also ist nicht so verkehrt, dass ich hier jetzt bin. Ich hätte vielleicht schon etwas früher herkommen können. Aber nun gut. So, ich habe gehört, der Händler will jede Menge Zeug von mir. Also jede Menge Zeug. So, das ist das hier, was wir vorhatten. Das ist das, was wir gekriegt haben durch irgendeine scheiß Quest eben. Und das ist voll der Mist. Hier ist sowas weg, das. Shit. Das hatten wir, ne? Wir haben 71, wir haben aber schon. Ja, okay. Dann haben wir hier Beinschienen. Hat zwar einen mehr Schutz, aber sonst ist irgendwie. Aber wir nehmen halt einen mehr Schutz. So. Dann. Das Ding kann hier mal er hier tragen. Damit hat er dann endlich mal ein besseres Schwert. Ich habe ja bisher sein Schwert noch nicht ausgetauscht. So. Dann 177. Was haben wir nochmal? 180.
Er hat dann... Er hat ein besseres Schwert als wir, das geht nicht. So. So. Plus 11% Stärke auf Angriff. Interessant. Angriffstempo. So, machen wir mal ruhig das mal so rum. Jetzt hat er aber ein besseres Schwert. So, das kann ich erlernen. Wir Armschienen. Die sind kacke, können weg. Schulterpolster. Ja, ist okay. Was sind das? Schuhe. Des Todes. Nö. Brauche ich nicht. Handschuhe. Boah, sind die nicht so toll, aber nimm's mal mit, ne? 13 bis 22. Ja, können wir anlegen. Flupp. Und weg mit dem Scheiß. So, dann hier die ganzen Tränke, die ich sowieso nicht gebrauche. Können auch mal auf und davon. Ja, oder zumindest großteils. Das ist, glaube ich, auch ein Heiltrank. Ja. Gut. Weg, weg. Und einmal hier bitte sortieren. So, hast du denn irgendwas wirklich an tollen Waffen? Das sind meine. Das sind alles hier so. Nee. Nee, kannst du behalten in Schrott. Danke. Da ist nur der The Combo Master. Auf Total Fidelities. Da ist nix. So, dann ist jetzt die Frage. Wir haben hier die ganzen Quests in dem Bereich. Hier hinten wollen wir noch hin. Oder ich will da zumindest hin. Ja, ne? Erstmal hier durchschnetzeln. Später dann darüber beschweren, dass ich mich hier durchgeschnetzelt habe. Ich hoffe nur, dass er jetzt hier den, unseren tollen Barbaren jetzt hier nicht irgendwie das Kleinhäckseln. Auf den muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, ne? Wo muss der denn hin? Der Lebensbaum? Nö. Blutbärenjagd? Ja, vielleicht. Blutgeld? Eventuell. Spunde Waldläufer? Gesteinsprobe. Ich glaube, hier ungefähr sind wir richtig. Geht, wo ihr wohnt. Halt, da liegt noch was. So, das Portal habe ich jetzt zumindest aktiviert für spätere Vorbeikommnisse. Ach, Geld oder Leben. Zeig dir gleich Geld oder Leben. Soll ich diese armselige Kreatur überhaupt töten? Ja! Ja! Yeah. Töte sie alle. Na, also, es geht ja so nicht. Können nicht alle am Leben bleiben. Es gibt ja da noch eine Überbevölkerung. Muss ja auch nicht sein. So. Stellen wir uns mal eben schnell hier durch. Ist ja das Schöne an den Quests hier. Die gehen ja größtenteils relativ schnell. Viele sind halt auf einem Fleck und lassen sich halt relativ zügig halt erledigen, so im Allgemeinen. Ohne großen Aufwand. Und vielleicht begegnet man ja dann irgendwann doch nochmal so einen Drachen. So. Du bist hier der, der gefolgt wird von einem Ogre und einem Minotaure, ja? Redet mit unserem Anführer, Wurm. Mit dem da, ja? Und was haben wir denn da? Noch ein Kopfgeldjäger? Und ich dachte, dass das, was gut Dug dieser lästigen Telerian getan hat, sie abgeschreckt hätte. Also gut, ich werde aus euren Eingeweiden lesen. Bagrat wird eure Leber essen, während ihr noch zuckt. Hohlmann wird euch in Stücke schneiden und fragt erst gar nicht nach den Gelüsten meines treuen Gutdog. Meine Jünger, tötet dieses hässliche Ding. Dann töten wir euch mal, ne? Nicht auf unserem Barbaren hier. Das war ein Minotaurus, aber so gut wie. Oh, Wilbo ist tot. Und da haben wir noch den mächtigen Magier. So. Geht doch. Mehr habt ihr nicht? Da ist noch eine Kiste. Irgendein Zeug drin.
Hier haben wir irgendwo ein Fass da. Und das war's jetzt auch wirklich. Okay. Was haben wir jetzt da Tolles eingesammelt? Wir hatten jetzt hier teilweise lilane Dinger eingesammelt.